Wir erneuern jedes Jahr die Gleisinfrastruktur der Wiener Linien. Heute befinden wir uns auf dem Bauvorhaben Taberstraße mit der Kreuzung Heinestraße, wo wir ca. 300 Meter Doppelgleis, 6 Weichen und 3 Kreuzungen unter dem laufenden Betrieb erneuern. Jetzt zeigen wir euch, was wir hier tags und nachts über machen. Im Hintergrund sehen wir gerade, dass die alten Gleise herausgeschnitten werden und die neuen Gleise in Millimeterarbeit wieder eingesetzt werden. Wir haben für diese Arbeiten maximal 4 Stunden Zeit, sodass zu Betriebsbeginn die erste Straßenbahn wieder normal ihren Betrieb aufnehmen kann.